Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und dem TuS Essen. Zur Halbzeit stand es 13:9, das Endergebnis lautet 29:24. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Jamal Nagy und unseren Trainer Michael Haas. Und auch heute geht das erste Wort an die Gäste. Herr Nagy, wie haben Sie die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, zuallererst Glückwunsch an Hassan und HC Erlangen für den Sieg, der auch so in Ordnung geht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit unserem heutigen Spiel überhaupt nicht zufrieden bin. Ich glaube, dass uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, die Mannschaft grundsätzlich in der Saison ausgezeichnet hat, dass man mit uns assoziiert, dass wir sehr, sehr kampfstark sind, dass wir sehr leidenschaftlich Handball spielen, dass wir immer an den Sieg glauben. Das ist in der zweiten Halbzeit auch der Fall gewesen. Das habe ich da gespürt. Das habe ich aber in der ersten Halbzeit nicht gespürt. Das ist auch was ich dann in der Halbzeitpause angesprochen habe. Ich glaube, dass wir nicht mit -4 in die Halbzeit gehen müssen. Und dann ist das Spiel vielleicht ein anderes. Jetzt haben wir uns dann wieder auf unsere Tugenden in der zweiten Halbzeit besonnen und schaffen es dann wieder ranzukommen auf ein Tor. Dann nimmt Hassan leider die Auszeit, was uns nicht in die Karten gespielt hat. Danach kommen wir direkt mit 2-3 sehr, sehr schlechten Entscheidungen von uns aus dieser Auszeit raus. Und dann hat Erlangen natürlich die individuelle Qualität, das zu nutzen, das sauber auszuspielen und dann probieren wir am Ende noch was mit 7-6 und mit einer sehr offensiven Deckung. Das hat dann nicht so gefruchtet, aber das ist dann immer eine Zockerei, die man eingeht. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Letzte Woche gegen Berlin haben wir damit einen 6-1-Lauf geholt. Das hat heute leider nicht funktioniert. Aber am Ende des Tages ist eine bittere Pille für uns, weil wir sind immer sehr lange dran und zum Ende hin ist es dann vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, die uns fehlt. Aber hilft nichts. Wir müssen weitermachen und versuchen dann in drei Tagen gegen Stuttgart die Punkte wiederzuholen. Dankeschön. Ja, Hassan, wie analysierst du das Spiel heute? Ja, Abend zusammen. Zuerst mal sind wir einfach wahnsinnig froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir haben so in den letzten Wochen gesehen, dass TuS allen Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, wahnsinnige Probleme bereitet hat. Vor der Saison hat man viele Stimmen gehört, dass es TuS schwer haben wird. So, und jetzt ist es aber so, dass alle es schwer haben gegen TuS. Und das war es auch heute. Wir haben uns in der Saison selber in der Situation manövriert, dass wir gegen solche Mannschaften auch manchmal bei einer Führung anfangen zu zittern. Das ist auch heute wieder passiert. Wir waren 18-12 vorne, glaube ich, und verlieren dann ein bisschen den Faden, machen technische Fehler, sind in der Abwehr nicht mehr so konzentriert, wobei man da auch sagen muss, dass ich finde, dass der TuS das lange sehr konzentriert gespielt hat. Wir haben Zechel im Grunde nie so richtig in den Griff bekommen, hat uns große Probleme gemacht. Und ja, am Ende müssen wir auch dankbar sein, dass Clement Verlin eine überragende Leistung gezeigt hat heute. Ich glaube, 18 Paraden. Das hat uns sehr geholfen. Und am Ende gegen die offensive Deckung, als wir dann das Spiel entschieden, Herr Schmal hat es richtig gesagt, wir haben dann individuelle Klasse, da haben sich halt 2-3 Leute mein Herz genommen, allen voran da Steffen Feeth, der da sehr gut reingekommen ist. Bei ihm, muss ich sagen, hatte ich schon in der ersten Halbzeit Sorge, dass er wieder ausfällt. Das sah kurz nicht gut aus. Hat uns dann in der zweiten Halbzeit sehr geholfen. Und ja, am Ende sind diese Spiele, war das für uns ein Geduldsspiel, dass wir einfach auch, als es in der ersten Halbzeit lange unentschieden stand, dass wir da nicht die Ruhe verlieren. Und das haben die Jungs halt gut gemacht. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, dass sie nicht mit der richtigen Einstellung in das Spiel gegangen sind. Das war völlig in Ordnung. Aber man sieht auch schon die ersten 3 Spielminuten, da waren wir ein bisschen zu hektisch und haben es einfach verpasst, sofort mal ein Zeichen zu setzen. Und das hat uns dann diese Nervosität im Grunde das ganze Spiel so ein bisschen verfolgt. Dankeschön. Dann ist jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ich fange mal an. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Herr Haas. Ihre Mannschaft, Sie haben es selber gesagt, hat mit 6 Toren geführt. Dann ist Essen bis auf ein Tor rangekommen. Ich persönlich musste da so ein bisschen an das Balingen-Heimspiel denken, das dann verloren ging. Warum hat die Mannschaft heute die Kurve noch gekratzt und das zum Positiven entschieden? Ich muss sagen, nach dem Spiel kam mir der Gedanke ans Balingen-Spiel auch. Ich bin ganz froh, dass ich ihn in der Situation nicht hatte, weil wenn du dann in so einer Situation ans Scheitern denkst, dann passiert das wahrscheinlich meistens auch. Wir hatten heute in der Situation einfach dann so ein paar Momente auf unserer Seite. Wir haben ein paar einfache Tore gemacht, Essen hat 2 Fehler mehr gemacht und wir hatten 2-3 Torwartparaden. Und das hat uns jetzt einfach geholfen. Dazu hatten wir einfach etwas bessere Personaldecke. Wir haben das einfach dann etwas klüger gelöst, als das zum Beispiel im Balingen-Spiel der Fall war.
wir hatten ja dann trotzdem auch heute auch noch das Problem, dass wir ja mit Šimičević einen Ausfall noch kurzfristig vorm Spiel hatten, sodass Antonio Metzner ganz alleine auf seiner Position war. Er dann aber auch durch Musindi entlastet wurde, der es sehr, sehr gut gemacht hat in der ersten Halbzeit. Es war kein einfaches Spiel für uns, wieder sehr großes Geduldsspiel. Und ich bin echt froh, dass wir das in der entscheidenden Phase dann, gerade als es wieder plus eins nur stand, eigentlich ganz gut gelöst haben. Was hat Šimičević? Warum hat er gefehlt? Kam von der Nationalmannschaft zurück, hat eine Verletzung am Bauchmuskel, hat starke Schmerzen, sieht nicht so gut aus, wir wissen aber noch nichts Genaues. Und Johannes Selin hat dann ab der 20. Minute auch nicht mehr gespielt. Ist da dann die Leiste wieder? Nee, war alle fit. Der hatte eine 2-Minuten-Strafe. Und Flo von Kuchala hat das halt einfach gut gemacht. Positiv gesehen kann man sagen, die Mannschaft kann hochschalten, wenn sie will und wenn sie muss. In den entscheidenden Situationen, wie gesagt, nicht Balingen, sondern dann dagegen gehalten und die entscheidenden Treffer dann erzielt. Stimmt dich das froh, dass die Mannschaft dann zulegen kann, wenn sie... Ja, natürlich. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn wir bei plus 6 irgendwie einen Deckel drauf machen. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Qualität, in der Stresssituation dann nochmal die Kurve zu kriegen. Hilft uns auf jeden Fall in unserer Entwicklung auf jeden Fall weiter. Verliehens Leistungskurve zeigt auch wieder erfreulicherweise nach oben. Ja, hat mich sehr gefreut für ihn, das Erfolgserlebnis, nachdem er ja die Olympia-Qualifikation mit Slowenien nicht geschafft hat. War nicht unbedingt zu erwarten, dass er so explodiert heute, hat uns aber, und das müssen wir auch zugeben, sehr geholfen. Dankeschön. Ich muss jetzt nochmal auf Balingen zu sprechen kommen, weil es ja am Samstag schon wieder gegen diese Mannschaft geht. Was wird das für ein Spiel? Sie reisen jetzt mit ein bisschen Rückenwind dahin. Was erwarten Sie da für ein Spiel? Gegen Balingen zu spielen ist immer sehr, sehr anstrengend, weil sie viele taktische Varianten haben, viele Spieler mit unterschiedlicher Qualität. Am Ende des Tages geht es da für uns so ein bisschen darum, diese Punkte, die wir hier in meinen Augen ein bisschen hergeschenkt haben, irgendwie wiederzuholen. Wie? Da machen wir uns jetzt ab morgen Gedanken. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.